Jo, wenn ihr mal dieses RTTY probieren wollt, das ist ja ein Radio-Fernschreiben und das klingt ja ganz lustig mit diesen Piepstönen. Da könnt ihr diese kostenlose Software Hemscope benutzen. Die Links mache ich in die Beschreibung. Da müsst ihr auch noch zusätzlich, damit RTTY hier mit funktioniert, müsst ihr noch ein zusätzliches Programm, eine sogenannte Engine, runterladen. Das kommt dann einfach in ein Verzeichnis, wird das reingekopiert. Hier, das ist diese Engine MMTTY. Da mache ich euch die Links einfach in die Beschreibung und dann müsst ihr nur alles in einen Ordner reinkopieren. Da muss nichts installiert werden. Das ist super einfach. Kostet beides nichts. Das sind Freeware-Produkte bzw. Open Source auch. Und als Empfänger nehme ich einfach einen Funkscanner. Das ist hier der Jupitero MVT 7100. Kann auch ein anderer sein, der USB kann. USB stellt man hier ein, indem man Funk, also Function und Step drückt. Und dann blinkt das hier oben. Und dann kann ich die verschiedenen Modi einstellen. LSB, AM, FM, WFM, USB. Wenn ich so weit bin, drücke ich hier wieder auf Enter. Und dann ist auch nämlich auch die Schrittweite viel kleiner als normalerweise. Im AM-Modus ist die Schrittweite bis zu 5 Kilohertz hoch. So, jetzt habe ich mich im falschen Modus. Dann Step 1 Kilohertz ist hier das kleinste, dann 5. Alles klar, okay. So, Mode. Hier dreht man einfach hier oben. Ne? USB, alles klar. So, sind wir wieder richtig. Der hat ja jetzt automatisch die richtige Schrittweite von 100 Hertz eingestellt. Das ist sehr viel weniger als normalerweise. Und hier lustigerweise passt sich das Programm automatisch an. Also diese gelben Balken, die wandern wegen dem AFC, das ist also Automatic Frequency Control, automatisch an die richtige Position, wo diese Buckel hier am höchsten sind. Und wichtig ist, dass man hier die richtige Baudrate und Shift richtig einstellt. Das kann man einfach eintippen. Und die Daten kriegt man auch ganz leicht, nämlich hier auf dieser Seite. Das ist das PDF. Ja, hier steht es. Genau, also 50 Baud, also das sind die verschiedenen Frequenzen hier, 4583. Das empfange ich gerade nicht. Macht aber nichts. 50 Baud und dann steht hier Hub. Und das muss man aber verdoppeln, weil das ist rechts und links. Da steht ja auch Plus und Minus. Das heißt also rechts und links. 2 mal 225 sind 450. Das steht ja hier auch drin. Und baut 50. Es gibt auch einen anderen Sender, da ist das ein bisschen anders. Der hier nämlich. Hierbei, das ist aber die einzige Ausnahme, glaube ich. Das ist auf Langwelle 147,3 und da ist dann Geschwindigkeit auch 50 Baud, aber der Hub ist dann 85, nämlich 42,5 mal 2. 85, das muss man dann halt, falls ihr das auch mal probieren wollt, muss man das dann hier halt eintragen. Bei Shift muss man 85 dann eintragen.
So, das hier, was ihr jetzt seht, ist ein Wetterbericht, aber ein Synop-Wetterbericht. Ich weiß nicht, ob der das auch dekodiert. Ich vermute mal, nein. Es gibt Klartext-Wetterberichte, die man einfach lesen kann. So, das ist der Klartext, also da wird einfach verständlich wiedergegeben, worum es geht. Da sieht man hier also den Ort Bornholm, Windrichtung Ost-Nordost, Windstärke 4, Beaufort, 19 Grad, Luftdruck 1018 Hektopascal. Es gibt auch ein Programm, was diesen Synop-Code automatisch entschlüsselt, das kostet aber Geld. Das ist das JVCOM 32. Ja, als Antenne nehme ich hier meine selbst gebastelte Magnetloop. Die funktioniert sehr gut. Die hat ja 65 cm Durchmesser, ist also das ist ein 2 Meter Stück weiches Kupferrohr mit einem alten Drehkondensator, der so zwischen 300 und 500 Picofarad haben sollte. Da habe ich auch eine Anleitung, wie man das baut. Ich habe auch auf meiner Webseite da noch ausführliche Informationen. Da dreht man dann zum Abstimmen dran. Ja, es gibt noch eine Sache bei den Einstellungen. Da kommt man drauf, wenn man hier auf Options geklickt hat. Und zwar kann es sein, dass man Reverse anklicken muss. Wenn also nur unsinniges Zeug käme, dann müsst ihr mal probieren, auf Reverse zu klicken, das auszuwählen. Das ist jetzt das Pausenzeichen sozusagen, also da werden nochmal die verschiedenen Frequenzen aufgezählt. Also das ist diese, die ich jetzt empfange, 11.039 kHz. Ihr könnt auch mal die anderen probieren hier. Langwelle ist auch spannend. Wenn diese Spitzen da unten, wenn die zu hoch sind, dann braucht ihr einfach hier nur Display Gain, den Regler zu verändern. Ich mache ihn jetzt mal, dass die Spitze oben höher wird. Jetzt ist sie zu hoch. Also Gain heißt Signalstärke. So ist es gut sichtbar. Ja, ein extrem einfach zu bedienendes Programm und kostenlos, nicht? Also noch besser geht's gar nicht.